Lange Nacht. Ja, was habe ich denn noch so zu verkaufen? Irgendwas wird's doch noch geben. Ich könnte Dreck verkaufen. Ah, Fräulein Sissy, die soll mir Brot herstellen. Boah, die Dinger bringen ja wirklich was. Hallo? Keiner da. Schade. Ei. Moment. Wichtiges ausprobieren. Es könnte von unser allen Leben abhängen. Hinter dir. Haben wir nicht. Ich geh. Wo ist der zweite? Fräulein Sissy, ich wollte jetzt irgendwas von Ihnen. Ach so, könnten Sie mir Brot herstellen? Wie viel? Ungefähr 8 Stück bräuchte ich. Lässt sich machen, ja. Wie lange würde das denn dauern? Könnte ich vorher das 5 bis 10 Minuten. Okay, da komme ich dann in 5 bis 10 Minuten nochmal wieder. Okay. Bis gleich. So, in 5 bis 10 Minuten. Bleibst du stehen? Du achtbeiniges Krabbelgetier. Ui, was? Ja, kannst du gleich machen, wenn du tot bist. So. Hallo. Ich hab dich schon gesehen, Knallerbse. Also, das sieht mal echt nice aus. Also, da kann ich mich nicht beschweren. Ich frage mich aber immer noch, was der Herr Dago hier dort baut. Was soll das werden? Hier entsteht das Gerichtsgebäude. Stimmt, das wollte ich auch noch bauen. Wo baue ich denn dann das Rathaus? Da brauchen wir ja auch noch... Das kommt zwischen die Schmiede und die Essensfarm. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Meine, hat keiner gesehen. Hier. Oh, das brauche ich. Das ist ganz wichtig. Brauche ich von hier irgendwas? Nein. Der Herr Ramon hat hier noch seine Kiste. Warum? Oh, okay. Holzfäller und Schreiner.
Und der Herr... Oh. Ich gönn mir einfach mal was. Der dreckige Werwolf, der braucht das nicht. So. Was hab ich... Oh, genau. Ich hab mir da ja was gekauft. Ich weiß, wo ich das hinmache. Eins. Was habe ich hier eigentlich gekauft? Ein Ballon. Cool. Die sehen voll cool aus. Wie geht's denn meinen Wuffis? Habt ihr auch Spaß? Ja? Guck mal, isst du das? Ja, und du auch? Oh, sehr schön. Was mache ich jetzt, bis das Brot fertig ist? Hallo. Hallo. Eine kleine Frage. Kann der Schmied Zauberstäbe herstellen? Keine Ahnung. Ich denke mal, dass das nur die Magier können. Ah, okay, gut. Gut zu wissen. Okay, so. Ja. Weil du wohnst so direkt daneben und vielleicht hast du eine andere Sache mitbekommen. Dazu müsste der Herr Ramon endlich mal aufwachen. Das ist gut. Dankeschön. Wollen Sie nichts dafür haben? Das ist. Habe ich nicht wirklich viel was von. Also. Eigentlich nichts. Okay, ja, okay, danke. Bitte. So, dann haben wir doch jetzt was. Wir gehen dem hungernden Mann helfen. Da. Hey du, ich hab dein Essen. Hier sind die Sachen. Eisenmünzen. Danke. Hier sind 6 Eisenmünzen. Danke, ich kann davon bestimmt weitere Wochen überleben. Mehr gibst du mir nicht. 6 verdammte Eisenmünzen. Willst du mich verarschen? Dieses Kürbisbrot war viel teurer. Arsch. Hi. Wo ist denn dein Schlafsack hin? Naja. Wow. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Sehr geehrter Herr Eich, ja. Ich weiß, dass ich dich nicht siezen soll. Aber ich verkaufe mich. Ich kann über Licht machen. Tada! Hat ihm der Herr Melvin das beigebracht? Oder sind Sie da selber drauf gekommen? Da war ein Buch und es hat gesagt, was ich machen soll. Dann lesen Sie mal weiter, damit es das nächste Mal bei Anhieb klappt. Ja, ich muss meine Künste noch vertiefen. Ich werde damit nicht so schnell weitermachen. Ich habe Angst, dass das irgendwas in die Luft fliegt. Hey, guck mal! Mein Hund! Ah!
Ich hab nichts gemacht. Wo ist er hin? Ich hab nichts gemacht. Jetzt hat der mich verzaubert. Das kann da nicht wahr sein. Ich muss mit den Magiern eindeutig mal ein ernstes Wort reden. Also, das geht so nicht. Ganz schön teuer. Nee, da gehe ich bei dem nie einkaufen. Da lass ich lieber den unfähigen Zauberer das machen. Sich lachen und den Spaß von mir? Was ist das jetzt? Das ist. Haben Sie mich vorhin verzaubert? Ich musste einen fahren lassen. Ich glaube, daher kam das. Also. Ich werde wohl mal mit dem Herrn Melvin reden müssen. Die Stadt war einfach so zu verzaubern, das geht gar nicht. Das war kein Zauber, das war, Was ist los? Guck mal, ein Hund! Herr Melvin, sind Sie da? Herr Melvin, ich muss mit Ihnen reden. Schade. Herr Eick? Ja. Ist es normal, dass neuerdings Leute andere Leute schweben lassen können? Ja, das sind die Zauberer. Er hat mich dafür bezahlt, dass ich nichts erzähle, was passiert ist. Dann fragen Sie ihn doch mal, ob er eine Heilung gegen Ihre komische Seuche hat. Warum? Sie wissen ganz genau, warum. Und Sie wissen ganz genau, dass ich Ihnen nichts tun werde. Sagen Sie jetzt, ich bin vor kurzem erst wieder durch Werwölfe gestorben. Und ich habe selber schon welche gejagt. Wenn Sie etwas fallen lassen, würde ich es Ihnen als Beweis geben. Ich vertraue ihn trotzdem nicht. Ui. Was? Ich habe gerade nur eine Sternschnuppe gesehen. Ach so. Sie meinten irgendwas, dass Ihnen wäre, glaube ich, was ganz teuer verkauft oder so? Oder irgendwas mit Verzaubern? Ich habe da mit mir selber gesprochen. Ach so. Okay, ich gehe jetzt meine Arbeit weiter nach. Tun. Dreckiger Werwolf. Warte ab, bis du von mir einen Trank zu schlucken kriegst. Dann ist die Seuche endlich weg aus der Stadt. So. Autsch. Ich bin schlecht. Oh, neue Schuhe. Ich werde mich erstmal wieder hinlegen gehen. Ich muss unbedingt mit dem Herrn Melvin reden. Vielleicht findet er wirklich so einen Zauber gegen diese missratenen Viecher, dass sie die Seuche endlich loswerden.